Florian Warbeck hat uns auf Twitter etwas, Nettes getweetet. Er hat nämlich auf einen Artikel der Zeit verwiesen, wo wirklich in dümmster Art und Weise gegen die Nachdenkseiten gehetzt wird. Und diesen Artikel, den schauen wir uns jetzt zusammen an. So, dieser Artikel stammt vom Markus Linden. Ihr seht es hier schon. Markus Linden ist, so, schauen wir uns mal an, was Florian Warbeck dazu schreibt. Die Zeit-Online-Redaktion hat doch tatsächlich versehentlich vergessen zu erwähnen, dass Herr Linden für die grüne nahe Denkfabrik Liberale Moderne und deren Projekte Gegneranalyse sowie Narrativcheck tätig ist. Vom Bundesfamilienministerium, also der Bundesregierung, dafür bezahlt werden, um systemoppositionelle Medien zu beobachten und zu diffamieren. Dieser nicht aufgezeigte Interessenskonflikt wäre doch eigentlich für den Presserat doch Deutschland interessant, ja. Natürlich, also ihr seht's. Wie, danke, Günni, dass du das Warbeck-Interview verlinkst. Total nett von dir. Mach mal deine Kamera etwas kleiner, man sieht nichts. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das ist so. So müsste eigentlich gut besser sein. So, ihr seht's hier. Markus Linden, der diesen Diffamierungsartikel für die Zeit geschrieben hat, ist für den Narrativcheck und für die Gegneranalyse tätig. Das sind zwei Projekte, die vom Think Tank Liberale Moderne stammen und von der Bundesregierung gefördert werden. Das heißt, sie haben ja einen von der Bundesregierung bezahlten Propagandisten, der oppositionelle Medien diffamieren soll. Und der darf dann in der Zeit gegen oppositionelle Medien, hier ganz konkret gegen die Nachdenkseiten, hetzen. Das ist unser wunderbarer deutscher Medienzirkus oder wie man es in Deutschland im Mainstream nennt, Qualitätsjournalismus. Naja, schauen wir uns mal an, was Markus Linden für schlimme Sachen über die Nachdenkseiten herausgefunden hat. Wagenknechts Schreibbrigade. Das Nachrichtenportal Nachdenkseiten feiert sein 20-jähriges Bestehen. Was als kritische Website begann, ist mittlerweile zum postfaktischen Propagandamedium geworden. Von Markus Linden. Oh, das sind harte Vorwürfe. Schauen wir uns mal an, wie er die belegt. Das Internetportal Nachdenkseiten, dessen erster Beitrag, obwohl ich glaube, den ersten Absatz überspringen wir. Bei den Nachdenkseiten wurde Wagenknecht in der Folgezeit von Liebs Kompagnon Müller, also Albrecht Müller, das ist da gerade der Herausgeber der Nachdenkseiten, schreibt da auch viele Artikel, organisiert da Interviews, hat auch hier eine Rede gehalten, kurz vor Oskar Lafontaine, schauen wir uns gleich an. Naja. Auf jeden Fall basierter Sozialdemokrat der alten Schule, gegen den kann man eigentlich nichts haben, wenn man links ist. Bei den Nachdenkseiten wurde Wagenknecht in der Folgezeit von Liebs Kompagnon Müller, der bis heute als zentraler Macher der Website fungiert und ein langjähriger Weggefährte Lafontaines ist, positiv hervorgehoben. Sie stehe für Kompetenz und inhaltliches Engagement, schrieb Müller beispielsweise im Januar 2010. Im darauffolgenden Jahr war Wagenknecht dann Stargast beim jährlichen stattfindenden Pleißweiler Gespräch, der zentralen öffentlichen Veranstaltung der Nachdenkseiten. Durchaus kunstvoll verknüpfte sie in ihrem Vortrag neomarxistische Kapitalismuskritik mit einer Kritik an der vermeintlichen Unterlaufung des Leistungsprinzips durch die aktuelle Politik. Die Löhne haben sich seit den 80er Jahren von der Produktivitätsentwicklung gelöst. Könnte das eventuell das Leistungsprinzip unterminieren, wenn die Kapitaleinkommen durchgängig stärker steigen als die Löhne? Könnte das sein? Absolut absurder Gedankengang. Wie kann man nur darauf kommen? Das ist natürlich eine vermeintliche Unterlaufung des Leistungsprinzips und keine Unterlaufung des Leistungsprinzips. Also ihr merkt schon, diese Sprache, die ist aktuell noch so subtil diffamierend, das wird gleich viel schlimmer werden. Ich hatte in den Artikel schon mal reingelesen, habe gedacht, okay, das ist so furchtbar, das müssen wir im Stream gemeinsam besprechen. Das Lustige ist, ich muss das auch gar nicht groß widerlegen. Also das ist einfach nur pure Hetze. Das sind einfach, das ist Framing. Man versucht nur zu framen, ohne irgendwas inhaltlich zu widerlegen. Also man zählt hier Wagenknechts Punkte auf und versucht das irgendwie als moralisch falsch zu diskreditieren. Das ist Propaganda, das ist Hetze, das kann ich euch vorlesen und wir können gemeinsam drüber lachen eigentlich. Beziehungsweise der Typ wird die Projekte, wo der Typ arbeitet, werden von der Bundesregierung gesponsert, deswegen bleibt einem das Lachen dann doch im Halse stecken, aber ja, so sind die Zustände in diesem Land nun mal. Die Nachdenkseiten waren von zwei SPD-Urgesteinen als keynesianische Reaktion auf die neoliberale Politik der Schröder-Ära gegründet worden. In dieser Tradition präsentierte sich die Ökonomin Wagenknecht im Jahr 2011. Ihr Vortrag im Dorfgemeinschaftshaus Pleißweiler Oberhofen war intellektuell anspruchsvoll. Allianzen wurden nicht mit disputenfreundlichen Lagern und Realitätsverweigerern gesucht, sondern mit verschiedenen analytischen Schulen der Ökonomie.
Die Grundsätze des Ordoliberalismus, die in der Praxis vermeintlich fehlende Wettbewerbsorientierung des Deregulierungsparadigmas sowie John Lockes arbeitsbezogenem Utilitarismus baute Wagen. Was lese ich da für einen Unsinn vor? Urliberalismus. Sorry, sorry, es ist schon spät. So wie John Lockes arbeitsbezogenen Urliberalismus baute Wagenknecht in ihre damalige Kritik der bestehenden Verhältnisse ein. Spätestens danach ging es qualitativ tief bergab. Zuerst bei den Nachdenkseiten, später auch bei Wagenknecht. Oha, was ist denn da passiert? Das Portal war insofern Agendasetzer für Wagenknechts hierarchisch personalisierten Verein, der bei anstehenden Wahlen, in welcher Form auch immer, antreten möchte. Der Qualitätsverfall hat viel mehr mit der Abkehr vom Kerngeschäft zu tun. Aus der linken Kritik ökonomischer Verhältnisse und politisch-medialer Machtstrukturen wurde eine maßlos enthemmte, ränderübergreifend anschlussfähige Erzählung über Fremdbestimmung und Öffentlichkeitskontrolle und diktaturähnliche Fassadendemokratie. Oh nein, wie kann man darauf kommen, dass in Deutschland nun Fassadendemokratie herrschen würde? Vielleicht, weil, egal was man wählt, seit 40 Jahren die gleiche Politik gemacht wird? Könnte es damit zusammenhängen? Und auch, weil der neoliberale Wandel durch Helmut Kohl gar nicht an die Macht gewählt wurde? Vielleicht, weil es egal war, ob Schwarz-Gelb oder Rot-Grün oder Schwarz-Rot regiert haben und immer die gleiche Politik gemacht wurde? Weil immer Politik für die obersten 10%, vor allem für das oberste 1% gemacht wurde? Also, ja. Was soll man dazu sagen? So. Immer stärker geriet dabei die Außenpolitik in den Fokus und damit, zuerst bei den Nachdenkseiten und dann auch bei Wagenknecht, die immer offensivere Propaganda für die Narrative des russischen Totalitarismus. Also jetzt seid mal gespannt auf die Belege für Wagenknechts angebliche Nähe zum russischen Totalitarismus. Spoiler, da werden keine kommen. Analog zum Verhältnis des Kompakt-Magazins zur AfD übernahm das mediale Vorfeld also eine Vorreiterrolle. Im Gegensatz zu Höckes offenem Neofaschismus, bitte belegen, ist Wagenknecht aber weiterhin so gewieft, die harten Formulierungen aus dem medialen Vorfeld oder aus ihrer personellen Umgebung nicht direkt zu übernehmen, sondern vor allem den dort verbreiteten Tenor anzutriggern. Ui, Wagenknecht triggert den Tenor nur an, also, okay, er hat noch, ich wollte gerade sagen, der Artikel wird doch nicht zu Ende sein. Nein, das kommen noch zwei weitere Seiten, also wir werden noch viel Spaß haben. Wagenknecht selbst hielt der Bundesregierung am 8. September 2022 im Deutschen Bundestag vor, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ihre Mitstreiter gehen weiter. Beispielsweise weigerte sich Sevim Dadelin in einem Radiointerview am 1. Juli 2022 Putin einen Kriegsverbrecher zu nennen. er wird ja jetzt einfach so behauptet. Kein Link, kein gar nichts. Einfach so, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Ja, also, wir kennen das Interview nicht. Wir kennen die konkrete Aussage von Dadelin nicht. Also, ganz ehrlich, wenn ich Politiker wäre, würde ich da vielleicht mal juristisch drüber schauen lassen, ob das alles so vom Zitatrecht gedeckt ist, beziehungsweise von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, was hier verbreitet wird. Also Verleumdung ist nämlich tatsächlich in Deutschland verboten. Du darfst andere Leute kritisieren, also Gruß an Schuljoka in dem Sinne. Man darf andere Leute kritisieren, aber man darf halt keine Lügen über andere Leute verbreiten. Und ja, ohne Beleg einfach so eine sehr bösartige Behauptung hier zu stellen, habe ich so meine Zweifel, ob das stimmt. Laus Ernst erklärte kurz nach Wagenknechts Wirtschaftskriegrede, Russland versuche sich halt gegen diesen zu wehren. Ja, absolut, da hat er hundertprozentig recht. Was gibt es daran zu kritisieren? Bei einer Rede auf einer Demonstration in Bremen am 1. September sprach André Hunko von der sogenannten Annexion der Krim. Ja, das war so, jemand, der selbst überall solche Worte wie vermeintlich oder umstritten oder sonst was davor hängt. Wer regt sich darüber auf, wenn jemand anderes mal das Wort sogenannt verwendet? Ah. So, das fällt jetzt schon in den Bereich der Stilkritik. ja. Und nein, Zentritschok, es ist nicht Quatsch, Putin als Kriegsverbrecher zu bezeichnen. Beispielsweise, was Russland in Tschetschenien gemacht hat, Beschuss ziviler Wohngebäude, dafür bräuchte man gar nicht einen Ukraine-Krieg, das waren auch schon Kriegsverbrechen. Und da war Putin auch schon Ministerpräsident und dann Präsident im Zweiten Tschetschenienkrieg. Also den kann man mit Fug und Recht als Kriegsverbrecher bezeichnen. Aber wie gesagt, wir kennen die Aussagen von Sevim Dadelin nicht. Es wird ja hier einfach behauptet, ohne Belege, ohne uns ein konkretes Zitat zu bringen. Also ihr merkt richtig viele heftige Anschuldigungen kurz hintereinander, um
ja, diese Leute zu framen, aber kein Beleg. Falsche Behauptungen. Die Rede in Bremen wurde von den Nachdenkseiten verlinkt. Basiert. Also finde ich gut, dass die Nachdenkseiten Reden von linken Politikern verbreiten. Außerdem sind Hunke und Dadelen regelmäßig auf dem Portal präsent. Vernünftig. Also ich würde sogar sagen, die ja, Leute aus dem Umfeld vom BSW müssen deutlich, deutlich häufiger mit ihrem Vorfeld sprechen. Also sie müssen deutlich häufiger beispielsweise bei den Nachdenkseiten zu Gast sein. Das wäre, ja, das wäre strategisch absolut geboten. Ich meine, auch die AfD, viele AfD-Politiker suchen die Nähe zu ihrem Vorfeld. Björn Höcke war beispielsweise in der Honigwabe zu Gast. Also sowas sollte die Wagenknecht-Partei natürlich auch machen, dass sie möglichst eng mit dem Vorfeld zusammenarbeitet. Also man hat kein großes Vorfeld und die Nachdenkseiten sind halt die größte sozialdemokratische Zeitung, die wir in Deutschland haben. Das muss man einfach mal so sagen. Und da irgendwie künstlich eine Distanz zu wahren, das wäre das Bescheuertste, was man machen könnte. Unko schreibt auch Vorwörter, etwa das zum aktuellen Buch des Kreml-treuen Journalisten Ulrich Heiden. Der längste Krieg in Europa seit 1945, Augenzeugenberichte aus dem Donbass. Ja, Ulrich Heiden, der ist Kreml-treu und wir glauben das dem bundesregierungstreuen Markus Linden natürlich sofort. Also, ihr seht, Ulrich Heiden hat mal für Russia Today gearbeitet. Damit ist alles gesagt. Ich würde sagen, jeder Wissenschaftler, jeder Journalist, der mal bei einem Medium gearbeitet hat, was entweder von Gebührengeldern oder von der Bundesregierung finanziert wurde, den diffamieren wir jetzt auch als grün-deutschen Propagandajournalist. Also, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, das ist eine Art und Weise, wie wir Diskurs führen könnten. Also ihr merkt's. Nur der hat mal da gearbeitet und Hucko hat es gewagt, da mal ein Vorwort zu schreiben. Also das hier ist Kontaktschuld und ja, Kontaktschuld zweiten Grades. Kontaktschuld zweiten Grades ist das immerhin. Man muss also gar nicht auf Florian Warbeck verweisen, einen ehemaligen RT-Mann und jetzigen Nachdenkenseitenredakteur, um eine Nähe der Nachdenkseiten zum russischen Staatsfernsehen belegen zu können. Gott. Also, Florian Warbeck hat mal bei RT gearbeitet. Danach haben ihn die Nachdenkseiten angestellt. Also, falls ihr das noch nicht wusstet, wenn man bei RT anfängt, dann muss man da so einen Vertrag unterschreiben, wo man Wladimir Putin seine unsterbliche Seele verpasst. Also, falls ihr das noch nicht wusstet, das muss man wahrscheinlich vorher erklären. Das ist nicht einfach ein Arbeitgeber, der Leute anstellt, sondern das ist ein Band, was niemals beendet wird. Wenn ihr einmal in eurem Leben da auch nur ein Praktikum gemacht habt, dann seid ihr ja für euer Leben verbrannt. Ja, was soll man dazu sagen? Florian Warbeck hat in dem Interview, was er mir mal gegeben hat, übrigens auch gesagt, dass bei Russia Today von außen wirklich sehr, sehr wenig in die Berichterstattung eingegriffen wurde. Eigentlich so gut wie gar nicht. Er meinte, da hat es einmal eine Diskussion, also er durfte relativ freien Journalismus machen. Es hat nur einmal eine Diskussion darüber gegeben, ob man die westliche Besatzung Afghanistans auch wirklich Besatzung nennen dürfte. Also das hat er mir als einziges Beispiel genannt, wo wirklich mal redaktionell darüber diskutiert wurde, was darf man jetzt sagen, was darf man nicht sagen. Aber sonst war die Diskussion in der Redaktion wohl sehr frei und auch sonst war seine Berichterstattung sehr frei. Natürlich laut eigenen Berichten von Florian Warbeck. Also so schwarz und weiß sollte man das also vielleicht gar nicht sehen. Die trotz Betätigungsverbot weiterhin zugänglichen Beiträge von RT werden von den Nachdenkseiten verlinkt. Oh nein, die Nachdenkseiten lob huldigen nicht der neuesten Zensurgesetzgebung der Bundesregierung. Cancelt sie. Ohne RT Deutsch wären wir noch schlechter informiert. Ja, das stimmt. Also Audiatur et altera pars. Man sollte auch mal die andere Seite hören. Das ist ein Journalist, also das war mal ein journalistischer Grundsatz. Also für Leute wie Markus Linden ist sowas natürlich Ketzerei. Mit Tom J. Wellbrook schreibt ein weiterer regelmäßiger RT-Autor. Also jetzt reicht schon, wenn man bei Russia Today mal Autor war. Auch für die Nachdenkseiten und vertont zu den Beiträgen des angeblich herrschaftskritischen Portals von Müller und seinen Mitstreitern. Ihr seht's hier, angeblich. Also bei anderen beschwert er sich darüber, wenn da Worte wie angeblich oder was war das, so genannt auftauchen, aber selber verwendet er solche Wörter, die framen sollen, die eigentlich keinen inhaltlichen Mehrwert bieten, sowieso. Und das macht jeder von uns. Aber das dem anderen vorzuwerfen, ist dann doch sehr billig. Die Reaktion der Nachdenkseiten auf eine derartige Faktenlage ist immer dieselbe. Die Meinungsmache gegen Wagenknecht und Gefährten ist eröffnet, titelte das Portal am 24. Oktober 2023, also einen Tag nach der ersten Pressekonferenz des BSW. Ja, absolut. Absolut. Wir haben die Nachdenkseiten auch
Komplett recht. Ja, jetzt schon wieder Putin, RT, bla bla bla. Also ich überspringe das mal. Über die personellen Vernetzungen hinaus sind die inhaltlichen Charakteristika der Nachdenkseiten entscheidend. Oh, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Wütend wehrte man sich gegen die völlig berechtigte Erwähnung des Portals in der Kurzstudie Querfront. Ja, wenn man selbst mit irgendwelchen rechten Medien zusammengeworfen wird und da irgendeine Querfront konstruiert wird, die gar nicht existiert, wie sollte man sich dagegen wehren? Des Sozialwissenschaftlers und Publizisten Wolfgang Storz aus dem Jahr 2015. Wollen wir mal den Namen Wolfgang Storz googeln und gucken, was der macht? Nur mal spaßeshalber, wollen wir das mitmachen? Ich kenne den Typen nämlich nicht, aber schauen wir mal, was der so macht. Wolfgang Storz ist ein deutscher Sozialwissenschaftler und Publizist. Leben und publizistische Aufträge. Ja. Dann war er bei der Zeit. Wechselte Storz zum Vorstand der IG Metall. Wartet, wartet, wartet. Ja, okay, er war bei deutschen Mainstream-Medien. Er war bei deutschen Mainstream-Medien ganz viel aktiv. Ah, hier wird jetzt die Studie Querfront veröffentlicht, wo der Kupfer lag. Ken Jebsen. Kompakt. Also Kupfer lag, den habe ich eher rechts in Erinnerung. Ken Jebsen würde ich jetzt eher links einordnen. Die Mediengruppe Kompakt eher rechts. Und die Nachdenkseiten, die hier laut Linden auch erwähnt werden, eher links. Also ihr seht, hier werden einfach linke und rechte Kanäle zusammengeworfen, die alle nicht transatlantisch sind, die also, ja, die also die Bundesregierung kritisieren. Und da wird eine Querfront konstruiert, die so überhaupt nicht besteht. Also, ja, was soll man dazu sagen? Das ist jetzt Lindens Quelle. Also dagegen mit Kompakt in einen Korb geworfen zu werden, würde ich mich ehrlich gesagt auch wehren. Ja. Nur selten kommt es zur direkten Parteinahme für verschwörungstheoretische Inhalte. Also, was wundert mich jetzt? Wir haben doch eigentlich gelernt, dass jede Kritik an der Bundesregierung eine Verschwörungstheorie ist. Also, wer das nicht mitbekommen hat. Jedes Mal, wenn man sagt, ey, ich sehe das ein bisschen anders als Annalena Baerbock, ist man doch mittlerweile Verschwörungstheoretiker. Also, frage ich mich, wie er zu dieser Einordnung kommt. Hat er vielleicht eine andere Definition für Verschwörungstheorien als unsere, ja, über alles geliebten Institutionen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung. Nur selten kommt es zur direkten Parteinahme für verschwörungstheoretische Inhalte. Etwa wenn der Chefredakteur Jens Berger im Juni 2022 die Ansicht vertritt, die US-amerikanische Regierung habe die Anschläge durch bewusste Untätigkeit indirekt herbeigeführt. Okay, das ist jetzt ein zu ausführliches Thema, damit können wir uns jetzt nicht beschäftigen. Aber er hat immer einen Artikel verlinkt. Könnte man es immerhin selber nachprüfen. Let it happen on purpose. Ja, das ist tatsächlich, ja, das muss man sich dann tatsächlich ansehen. Es wird dabei kein fahrlässiges Versagen der US-Sicherheitsbehörden konstatiert, sondern ein absichtliches und zielgerichtetes Tun durch Unterlassen. Ja, okay. Ich würde sagen, da müssten wir uns jetzt die Details angucken. Dass diese direkte Verbrüderung mit den ideologisch und ökonomisch motivierten Desinformationsakteuren unserer Zeit nicht immer ausreicht, zeigt ein weiterer Blick auf die Seite von RT. Also, sorry, das mit RT, das ist mir jetzt zu blöd. Die Nachdenkseiten übertragen also das 9-11-Argumentationsmuster der verschwörungstheoretischen Szene auf den Nahostkonflikt. Es wird gerade keine Fahrlässigkeit im Umgang mit Warnungen aus dem Sicherheitsapparat unterstellt, also ein fatales Unterschätzen. Vielmehr unterstellt Müller analog zur Lehaupt-These ein aktives Tun durch zielgerichtetes Unterlassen. Er unterstellt mit den Israel vorsätzliche Mittäterschaft beim pogromhaften Massenmord an der eigenen Bevölkerung. Also, Israel führt gerade einen brutalen Krieg in Gaza und der Angriff der Hamas wird als Vorwand genutzt, um diesen Krieg zu rechtfertigen. Da sollte man schon fragen, was ist da genau passiert?
Ist das alles so, wie uns die israelische Regierung das erzählt? Also es sterben jeden Tag Menschen in Gaza und gerechtfertigt wird das mit dem israelischen 9-11, wie die israelische Regierung das den Anschlag der Hamas nennt. Also da muss man doch mal kritisch hinsehen. Ja. Aber nein, nein, wenn man mal nachfragt, wie konnte das sein, dass der ägyptische Geheimdienstchef Israel schon vorher gewarnt hat, dass die Hamas was Großes plant und Israel das einfach ignoriert hat. Wie konnte es dann sein, dass das angeblich so unerwartet kam? Wie konnte das sein? Nein, wenn man danach fragt, was ist denn passiert, dann ist man natürlich ein Verschwörungstheoretiker. Hier geht es nochmal um Aufstehen. Ja, hier geht es nochmal um Wolfgang Lieb, über den brauchen wir jetzt nicht sprechen. Zum jüngsten Pleißweiler Gespräch der Nachdenkseiten wurde im Juli 2023 der ehemalige Schweizer Geheimdienstoffizier Jacques Beau eingeladen. Guter Mann, mit dem gibt es auch zahlreiche Interviews auf YouTube, schaut euch die gerne an. Kann ich nur empfehlen. Der sagt wirklich interessante Sachen zum russisch-ukrainischen Krieg. Beaus Position zum russischen Angriffskrieg wird dort deutlich formuliert. Die Russen seien immer an einer friedlichen Lösung interessiert gewesen, aber die Ukraine hätte gezündet, provoziert und Offensiven vorbereitet. Ab dem 16. Februar 2022 habe die Ukraine ihren Beschuss des Donbass intensiviert, weshalb Putin zu Hilfe kam. Der Angriff sei durch die UN-Charta legitimiert. Okay. Der letzte Satz. Dem würde ich widersprechen. Aber alles, was davor gesagt wurde, stimmt. Also die völkerrechtliche Einschätzung, da würde ich widersprechen. Ich würde sagen, nein, du kannst nicht einfach so zwei unabhängige Regionen in einem anderen Staat als Staaten anerkennen und damit dann Einmarsch rechtfertigen. Also sonst wären sehr viele Kriege, also sonst könntest du sehr viel mehr Kriege rechtfertigen, weil du einfach nur eine Provinzregierung dazu bringen müsstest, Unabhängigkeit zu erklären und dann könntest du ihr zur Hilfe eilen. Also da würde ich widersprechen. Also dass das durch die UN-Charta legitimiert sei, aber dass die Ukraine wirklich eine sehr aggressive Politik gemacht hat, dass die Ukraine nicht an Frieden interessiert war, das ist ja mittlerweile gut belegt. Also der ukrainische Präsident Poroschenko hat 2022 bestätigt, dass das Minsker Abkommen 2014 nur dazu gedacht war, um Zeit zu kaufen und nie dazu gedacht war, einen dauerhaften Frieden mit Russland zu schließen. Also man hat Russland damals beim Minsker Abkommen über den Tisch gezogen, das ist ja mittlerweile gut belegt. Das ist ja mittlerweile öffentlich bekannt. Also, wie gesagt, Jacques Beau hat mit dem größten Teil seiner Einschätzung recht. Beim letzten Satz würde ich ihm tatsächlich widersprechen, aber ja, man nimmt halt alles so. Also, hier werden die Nachdenkseiten jetzt dafür kritisiert, dass sie Jacques Beau eingeladen haben, also auch Kontextschuld. Diesem Akteur gibt das vermeintliche Friedensprojekt Nachdenkseiten über ein Jahr später eine Bühne. Man identifiziert sich sogar mit seinen Ausführungen. Müller leitet Beaus Vortrag folgendermaßen ein. Es ist das Anliegen der Nachdenkseiten, den Stachel im Fleisch der unkritischen und gezielten Manipulation zu liefern. Jacques Beau leistet einen großen Beitrag zu der notwendigen Aufklärung. Ja, absolut, stimmt. Also der hat wirklich sehr gute Dinge gesagt. Der Mann ist basiert. Was soll man dazu sagen? Auch wenn ich seiner völkerrechtlichen Einschätzung, wie eben gesagt, nicht zustimme, sollte sie wirklich so lauten, wie Markus Linden sie hier wiedergibt. Also hier hat er wenigstens mal Zitate. Also am Anfang, da hat er ja ganz viele Diffamierungen gemacht, hier hat er wenigstens mal ein Zitat. Die Aufklärung sieht dann so aus, dass Beau seine These wiederholt. Russland sei den Menschen in der Ostukraine zu Hilfe gekommen, Zitat, dann haben die Russen gesehen, jetzt gibt es eine Offensive und wir müssen die Bevölkerung schützen. Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach nicht das Zentrale, das ist nicht, oh Gott, wo kommen denn die ganzen Menschen her? Imp hat mich geradet. Gruß an Imp, Gruß an Imp. Seid gegrüßt, schön, dass ihr da seid. Das ist der Beste, da würde ich absolut zustimmen. Wir reagieren gerade auf einen Artikel von der Zeit. Wir sind gleich fertig. Naja, beziehungsweise wir sind jetzt eigentlich fertig. Hier, Markus Linden, Politikwissenschaftler, arbeitet für den Narrativcheck und die Gegneranalyse, zwei von der Bundesregierung finanzierte Projekte des grünen Thinktanks Liberale Moderne. Und er hat in der Zeit einen Diffamierungsartikel geschrieben. Die Zeit hat natürlich nicht erwähnt, wo Markus Linden sich sonst so rumtreibt, sondern die Zeit hat ihn einfach schreiben lassen. Auch eine Gegendarstellung von einem Nachdenkenredakteur werdet ihr in der Zeit nicht finden. Die Zeit hat das übrigens auch gemacht, um Sarah Wagenknecht noch mit zu diskreditieren. Also man versucht die Nachdenkseiten und Sarah Wagenknecht gleichzeitig zu diskreditieren. Also ja, politische Agitation gegen Wagenknecht, gegen die Nachdenkseiten, gegen das sozialdemokratische Vorfeld. Ja, die Nachdenkseiten sind keine kritische Website, sondern ein fundamental oppositionelles, mitunter sogar direkt postfaktisches Propagandamedium, welches unter dem Deckmantel der Friedensorientierung die Narrative des Putin-Regimes verbreitet. Zum 20-jährigen Jubiläum hat das Portal für den 9. Dezember einen offiziell schnell ausgebuchten Festvortrag geplant. Reden soll laut Ankündigung Sarah Wagenknecht.
Wie schrecklich. Und genau diesen Vortrag sehen wir uns gleich an.